Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusaders of the Lost Idols. Bevor wir in dieses Event starten, oder bevor ich mich in dieser Folge ernsthaft um dieses Event kümmere, möchte ich eine Sache zu diesem Event sagen. Ich möchte nichts zu diesem Event sagen. Ich möchte es bitte einfach beiseite schieben und vergessen, ja. Das wäre fantastisch. Abgesehen davon, damit ich mich nicht die ganze Folge aufrege, rege ich mich jetzt vielleicht einmal kurz auf. Fuck! So. Ich denke, das reicht. Gut. Legen wir los. Hermitage's Premature Party. Tier 5. Ein Traum. Ist, wird spitze. Verspreche ich euch. Ich habe mich tatsächlich noch relativ wenig mit dem neuen Crusader auseinandergesetzt. Ja, das machen wir gleich mal. Wir gucken uns erstmal die Objectives an. Die sind super, habe ich mir sagen lassen. So, wir haben das Recruiting Objective für Tiernan, wie auch immer. Das besagt, der belegt einen Slot in der Formation. Das kann er machen, das ist okay. Dann ist unser kompletter Schaden auf 0 reduziert, also unser kompletter DPS. Das heißt, wir können halt theoretisch Klickschaden oder so noch machen, aber DPS ist halt 0. Es sei denn, Goldorama ist aktiv, dann haben wir wieder Schaden. Okay. Das Schöne kommt jetzt. Unlucky Sevens. All Quest Requirements are septupled. Wer mit dem Wort septupled oder wie auch immer man es aussprechen mag, nicht vertraut ist, das heißt, die Quest Requirements sind versiebenfacht. Das heißt, wenn man... Jetzt muss ich Kopf rechnen können. Das heißt, wenn man vorher 25 Kills in einer Area brauchte, braucht man jetzt 175. Wenn man einen Boss töten musste vorher, muss man jetzt 7 töten. Das dauert eine Weile. Selbst mit Speed Formation. Wobei, mit Speed Formation geht das einigermaßen. Also, wir kommen ja mit Victor oder Casey oder Super Casey relativ zügig an den Punkt, wo man tatsächlich ja, Quest-Multiplier oder Drop-Multiplier im Bereich von 100-fach oder so hat, also oder auch mehreren 100-fach. Also das geht dann schon noch einigermaßen zügig. Bis die Speed-Formation aber erstmal läuft, ist anstrengend. Und ja, prinzipiell, wenn man sich nicht die ganze Zeit, oh, ich komme nur vorwärts, wenn ich Goldorama laufen habe, mit rumschlagen will, entweder Roborabbit, ich habe tatsächlich Sliss Blip genommen, weil die ganz gut Klickschaden mit ihren Abilities austeilen kann. Und das hat problemlos funktioniert. Also das ging echt ziemlich gut. Ich habe, glaube ich, zweimal Goldorama am Anfang angeschmissen und dann habe ich gedacht, ja, nee, ist mir auch egal, läuft schon. So, Seeing Green, es ist übrigens, das Sehen ist gleich jetzt auf jeden Fall... gleich jetzt. Eine Thematik. Also, Seeing Green. Wir haben so eine Ramp-Shaped Formation, also die ist halt wie so eine Rampe. Ja. Das ist okay. Und Crusader hier in der letzten Reihe, also in der vordersten Reihe quasi, machen keinen Schaden. Okay. Interessiert nicht. Und hey, Unlucky Sevens, all Quest Requirements are septupled. Wow. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass wir im Gegensatz zu hier, zu dieser normalen Formation, in der Formation wenigstens einen Slot haben, wo Mindy nur an zwei weitere Slots angrenzt und wir nicht irgendeinen Slot freilassen müssen oder sonst irgendeinen Shenanigans machen müssen, damit Mindy vernünftig läuft. Also, ich glaube, das ist von allen noch mit das beste Objective.
Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, warum das hier irgendwie Booze Unfriendly Formation ist. Das ist irgendwie. Erschließt sich mir nicht so ganz, aber okay. Seeing Double ist auch großartig. Wir haben wieder die Clover Formation. Und ja, es tauchen quasi Piratengeister, Geisterpiraten, wie auch immer. Also von den Crusadern, die man Informationen hat, tauchen halt Geister, was auch immer auf, als Gegner, die man nicht insta-killen kann. Die brauchen eine Weile, bis sie sterben. Also die kommen so mindestens, ich weiß nicht, so 2 Sekunden, würde ich sagen, schätzen, überleben die auf jeden Fall. Und hey, all Quest Requirements are septupled. Cool. Es dauert also ewig. Nice. Ja, dann haben wir Seeing into the Void. Da haben wir in der Mitte der Formation ein schwarzes Loch. Und das schwarze Loch klaut Gold. Das ist halb so dramatisch. Übrigens nicht wundern, wenn ihr das Objective startet. Wenn ihr plötzlich wieder diese Gold Pickup Animation habt, die eigentlich immer oben, also nach da zum. Also quasi nach da. Nach da so zum Gold Counter geht. Ich habe erst gedacht, so, hä, was buggt hier irgendwas rum? Nein, tatsächlich ist das einfach nur die Animation, die dann wieder da ist, wenn das schwarze Loch halt Gold aufsaugt. Und es klaut auch Quest Drops. Ja, das ist super. Wenn man in einem Gebiet übrigens zu lange braucht, dann reduziert sich der DPS komplett auf null. Also wenn man, ne, jetzt trotz Speed Formation irgendwie zu lange brauchen sollte, dann sinkt der Schaden auf null und man wallt halt. Es sei denn, man hat Slizzblip oder so drin, wenn man da dran denkt. Klingt erstmal halb so wild, aber ihr ahnt es vermutlich schon. Unlucky Sevens! Ein Traum! Auch hier sind die Quest Requirements versiebenfacht. Und es werden zusätzlich Quest Drops gestohlen. So, und zu guter Letzt Seeing Divinity. Weil siebenfache Quest Drops und Drops geklaut und so, da kann man ja immer noch mit der Speed Formation arbeiten. Das machen wir jetzt beim letzten Objective mal nicht. Da gibt es nämlich nur Angel Crusader, die verwendet werden können. Das heißt, okay, wir können immerhin Baneral verwenden. Und Zoraban. Weiß nicht, hat Guardian noch ein bisschen Speed? Ich weiß es gerade nicht. Also, ja, man kann mit Spawn Speed arbeiten, aber zusätzliche Drops wird. Man kann auf jeden Fall Tricksail mit Skin halt verwenden. Das geht. Und, ja. Unlucky Sevens. Bei allen 5 Objectives. Warum? Also, ich frage mich ganz ehrlich, ja, okay, so St. Patrick's Day und Glücksklee-Blätter und Seven ist eigentlich eine Lucky Number und jetzt dreht man das halt um auf Unlucky Sevens und ja, okay, aber musste das wirklich für alle 5 Objectives sein? Das ist auch wieder so das klassische crappy Game Design bei Objectives bei Crusaders, was immer mal wieder gerne durchkommt. Es macht die Objectives halt nicht schwerer oder anspruchsvoller, sondern einfach nur unnötig lang und nervig. Aber okay. Also, ich reg mich da jetzt gar nicht weiter drüber auf. Das resultiert bei mir einfach darin, dass ich sage, gut, ich hätte jetzt überlegt, ob ich mir das aktuelle Golden Epic für Ender kaufe. Ob ich mir einen neuen Taskmaster kaufe, um einfach Code im Entertainment zu sagen, ach komm, hier habt noch mal, ist ja eigentlich das Spiel ja ganz cool. Das war so, nö, kriegt ihr halt kein Geld. Fuck you. So. Das ist meine Reaktion darauf. Sprich, diese Objectives durchzuspielen hat unfassbar viel Spaß gemacht. Deswegen kommt das Video auch so spät, weil ich halt Freitag und Samstag arbeiten war und nicht wahnsinnig viel Zeit hatte, mich um diese Objectives zu kümmern. Ich habe einen Großteil davon dann halt nachts laufen lassen,
Also beziehungsweise hat abends ein Objective fertig gemacht, das nächste gestartet und PC über Nacht angelassen, um irgendwie vorwärts zu kommen. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt noch gar nicht mit Tyranan auseinandergesetzt. Ich weiß grob, was er kann. Warum fehlt mir hier eigentlich ein Crusader in der Formation? Wer gehört denn da hin? Warum ist denn da ein Slot frei? Ach, habe ich okay. Ja, gut. Kann da nicht stattdessen... Nee, ist auch auf Mission. Ja, gut. Sei es drum. Am I a joke to you? So. Ja, also der Neue. Der ist auf jeden Fall im Slot von MyCall. Und jetzt direkt so... Was? MyCall? Aber meine Propagation. Der Neue kann auf keinen Fall irgendwas taugen. Schauen wir mal. Ich habe mich auch noch nicht ernsthaft mit ihm auseinandergesetzt, habe aber im Discord irgendwie schon so ein bisschen rausgelesen, dass er wohl ganz gut sein kann. Wir gucken mal. Ich muss, glaube ich, auch gleich ein paar Sachen erklären, weil nicht alles selbstverständlich ist bei dem guten Dude. Da gehen wir vielleicht gleich drauf ein, auf die Tags, nachdem ich die Skills erklärt habe, weil sonst ist das sehr wirsch. So, er fängt ganz unspektakulär an mit erhöhtem Schaden von einem Crusader um 50%. Okay, nette Sache. Tyranan Knock. Erhöht den Schaden von allen Crusader um 50% für jeden Good und jeden Angel Tag in der Formation. Das schließt auch Duplicates mit ein. Also wenn ein Crusader halt einen Tag mehrfach haben sollte, schließt es das auch mit ein. Und das Stack multiplikativ. Das sind jetzt einfach schon mal 382.000% Schadensbonus. Das ist ganz okay. Dann, Three Realms, ja, Level 200 Ability, ja doch, Level 200 Ability, oder Upgrade eher gesagt. Druidic Patterns causes other Crusaders Formation Abilities that target Tyranan to apply to Crusaders with exactly three adjacent slots at 50% Effectiveness. So, das ist quasi Propagation. Nur ein bisschen seltsamer gemacht. Also wir haben ja bei MyCall, dass die Propagation an sämtliche Angrenzenden geht. Wir haben es, dass bei Langley die Propagation komplett nach hinten geht. Und hier geht die Propagation jetzt auf die Slots, also nicht auf bestimmte Crusader in dem Sinne, sondern auch auf bestimmte Slots, die exakt drei angrenzende Slots haben. Ja, also wir machen hier nochmal kurz, wir sind gerade in Ready Player 2, dann machen wir das doch mal auf. So, wir gucken mal, hier unten, der Slot hat hier einen Grenzenden, da einen Grenzenden, der grenzt an 2 an, kriegt also keine Propagation. Klingt logisch. Der Slot hier grenzt an 2 an, kriegt keine Propagation. Der hier grenzt an 1, 2, 3, 4 an, kriegt keine Propagation. Der hier oben, der grenzt an 1, 2, 3 Slots an. Kriegt also den Propagation, also kriegt also die Buffs weitergeleitet. Welcher Crusader auch immer da stehen mag, kriegt es weitergeleitet. Und der Slot hier genauso. Grenzt an 1, 2, 3 Slots an. Kriegt also die Buffs. Genauso der hier und der hier. Also bei Ready Player 2 sind es tatsächlich 4 Slots, die diesen Propagation-Effekt kriegen. Und das ist dann eben, ja, hängt eben von der Formation ab, ob das gut ist oder nicht. Zum Beispiel in Ghostbeard's Greed ist das eher so meh. Da haben wir, ich glaube, 2 Slots, die an 3 weitere Slots angrenzen, nämlich den hier unten. 1, 2, 3 grenzt er an und der hier oben grenzt auch an 3 an. Wenn ich keinen übersehen habe, sollten das alle sein. Das heißt, egal wo wir Tyranan hinpacken, das ist halt prinzipiell ganz schön, dass er halt positionsunabhängig ist und halt immer seine Propagation an die gleichen Spots weitergibt. Das ist an sich eine ganz nette Sache, aber das betrifft in Ghostbeard's Greed eben nur 2 Slots. Das ist so, naja, wenn ich alternativ MyCall hier in die Mitte packe, der gibt Propagation halt an 6 Slots weiter. Das gerade in Verbindung mit Xiaolong und den Puddles und so, ist das im Zweifelsfall deutlich besser. Von daher,
Könnte wirklich so eine Formation-abhängige Sache sein, aber wie gesagt, ich habe mich mit dem neuen noch nicht so sehr auseinandergesetzt. Von daher muss ich mal gucken. Amusement Park of Doom dürfte er hingegen relativ gut sein, weil hier gibt es, ich glaube, 8 Spots, die an 3 weitere angrenzen. Die beiden ganz vorne grenzen an 3 an, der hier und der hier grenzen an 3 an. Genauso der hier, und der hier. Also da geht Propagation auf insgesamt 8 Spots. Das schaffen weder Langley noch Mike Hall alleine. Also Mike Hall schafft hier bestenfalls 6. Von daher ist Tiernan hier ziemlich sicher eine ganz gute Option. Ja, wir können jetzt auch nochmal hier bei Madame Finkelbottoms reingucken. Da gibt es, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele. Der grenzt an 3 an, der grenzt an 3 an. Und die beiden, glaube ich, auch. Oder? Müssten sie eigentlich. Sind es dann 4 insgesamt? Ich bin mir gerade unsicher. Kann sein, dass ich irgendwas übersehe, aber nee, die grenzen an 2 an und alle anderen eigentlich an mehr. Also dürften es hier 4 Slots sein. Ist dann, glaube ich, wirklich so eine Sache, wie sind die Paddles verteilt und was für Gear hat man auf Tiernan und was kommt überhaupt noch an weiteren Fähigkeiten? Da gucken wir erstmal drauf. Also ne, hier die Propagation Ability ist ein bisschen seltsam, aber kann funktionieren. Lost Souls erhöht den Schaden von allen Crusadern um 10% für den Gold, also von unserem Goldbonus, wenn Goldorama aktiv ist. Das ist scheiße viel Schadensbonus da. Also wir sind bei, okay, das schwankt auch gerade, weil unser Goldbonus natürlich extrem schwankt im Moment. Da kommt halt einiges bei rum. Muss aber Goldorama für laufen. So, das heißt, wir packen jetzt gerade mal Center mit rein. Der bringt an sich schon nochmal ein bisschen was, weil der Slot halt leer war und mehr Paare und bla. Und hat ja auch ganz gute Legendaries. So, unser. Das ist ein ganz netter Goldbonus. Machen wir mal Goldorama an und gucken mal, wie sehr, wenn ich dazu komme, wie sehr unser DPS steigt. Das sind einfach mal E55 Schadensbonus. Das Problem ist, Goldorama läuft halt nur eine Minute. Nee. Ist halt so, nee. Schwierig. Aber okay, behalten wir mal im Hinterkopf. Nectar Scented. Bringt eine 10% Chance rein, dass wenn man einen Boss in dem Run das erste Mal tötet, der Cooldown von Goldorama resettet wird. Das ist quasi genau das gleiche, was Mike Hall mit Stormrider macht. Nur hier eben mit Goldorama. Das heißt, man kann theoretisch einen Taskmaster draufsetzen und dann schauen wir mal. Also man kann auf jeden Fall eine Chance haben, dass dann irgendwie Goldorama häufiger anspringt. Wobei das, ja, während Sprint ist es vielleicht noch ganz nett. Aber so später im Run ist es so, ja, bringt mich das wirklich weiter? Weiß ich nicht, überzeugt mich noch nicht so 100%. Triptych Display sagt, dass 2 Schmetterlinge um Tiernan rumfliegen und ihm 2 Angel und 2 Good Tags geben. Deswegen habe ich auch gesagt, wir warten hier mal. Da ist Propagation schon mit drin. Also wir kriegen hier ja hier Tag-Weitergabe oder Tag-Verteilung durch Even. Langley gibt das nach hinten an Mindy, Mindy gibt das nach hinten an die Reihe weiter. Deswegen hat er ein paar mehr Tags, aber der hat auf jeden Fall 3 Angel und 3 Good Tags. Außerdem ist er, glaube ich, wir könnten ihn aus der Formation rausnehmen und gucken. Entschuldigung. So, also er ist eigentlich, Alter, was ist jetzt mit meiner Stimme los? So. Also er ist eigentlich Male Supernatural, Event natürlich, Angel Support und Good. Und er kriegt dann eben noch 2 weitere Angel und 2 weitere Good Tags mit dazu.
was eben für die Geschichte hier ganz gut ist, weil da eben auch diese ganzen Duplicate-Tags mit reinzählen. Jetzt frage ich, glaube, man kann die nicht weitergeben. Lasst mich mal kurz was ausprobieren. Ich glaube, man kann diese Dreifach-Tags nicht weitergeben. Propagation und Evanescent. Jetzt gucken wir mal auf Mindy, hat die. Ne, genau. Die kriegt zwar den Angel-Tag mit dazu, aber eben nur einen, nicht alle drei. Das ist der entscheidende Unterschied. So, bringt also nicht viel, das zu propagaten. Gear ist eine wichtige Sache. Wir sollten uns mal um Equipment kümmern. Machen mal allgemein ein paar Kisten auf. Ich war so frei, schon mal eine Tier 5 Kiste zu warpen, damit wir auf jeden Fall ein episches Item in den ersten 4 Kisten haben. Gucken wir mal. Ich mache, glaube ich, von oben nach unten einfach mal alle Kisten auf jetzt. Passt schon. Also Silver Chests werden gleich noch welche nachkommen wahrscheinlich, aber ich mache die jetzt erstmal komplett auf. Passt schon. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ist vielleicht nicht verkehrt. Mute mich mal ganz kurz, Entschuldigung. So. Na, was kriegen wir an Buffs? 13 Quantum Leaps. Ja, geht's um. So, eine Party Starty Jewel Chest. Wow. Die ist tatsächlich aus dem Newsletter. Machen wir mal auf. Da ist für den neuen Crusader auf jeden Fall nichts Sinnvolles mit bei. Aber hey, immer noch ein Time Turner. Ich beschwere mich nicht. Ich bin heute noch gar nicht im Discord. St. Patrick Jewel Chest, also Alt hier, gab es einen Code für im letzten Stream von Codenum Entertainment. Die streamen immer, also unserer Zeit, Freitagabend. Ich glaube, ist es 18 bis 19 oder 19 bis 20 Uhr? Ich glaube, 19 bis 20 Uhr streamen die immer. Ich packe mal, wenn ich es nicht vergesse, den Code in die Videobeschreibung und auch den Link zu deren Stream. Falls ihr da freitags mal reingucken wollt, da gibt es, wie gesagt, eigentlich jeden Freitag irgendeinen Code für 2 Jewel Chests oder für irgendwas anderes Nettes. Von daher kann man da definitiv mal vorbeischauen. Ansonsten haben wir bei mir im Discord oder im allgemeinen Crusaders Discord eigentlich auch immer wen, der den Code postet, falls ihr den Stream nicht gucken wollt. Okay, wir haben immerhin ein Ankommen-Item für den neuen gekriegt. Wow, das hat sich total gelohnt. So, dann machen wir nochmal die 4 hier auf und gucken mal. Wir haben auf jeden Fall ein episches, das war klar, ein Rare. Und direkt Disenchanted. Ist das der Stick? Wow, cool, wir haben halt aus 4 Kisten, also von 8 Items haben wir 1, 2, 3, 4... Haben wir 5-mal den Stick jetzt, oder ist, warte mal. Oder ist das Weave, ist das Ding? Ich bin mir halt unsicher. Das ist garantiert nicht der Stick, das wird irgendwie das Teil sein. Ich weiß es nicht. Naja, lief auf jeden Fall so mittelprächtig. Das heißt, wir haben Uncommon, Rare, Epic. Sheesh. Nicht so geil. So, aber wir haben zumindest ein Legendary Item und das verbessert die Lost Souls Ability. Kurze Erinnerung, Lost Souls war, jetzt muss ich selber mal gucken, die Geschichte hier, das ist der Goldbonus, wenn Goldorama aktiv ist. Also, beziehungsweise Schaden anteilig vom Goldbonus, wenn Goldorama aktiv ist. So. Okay. Okay, sind jetzt halt 20%, können wir auch noch weiter buffen. Also können wir halt theoretisch auf... keine Ahnung. Verbessert übrigens auch die Turner Knock Ability, was schon mal gar nicht verkehrt ist. Also das gibt dann auch nochmal einen netten Schadensbonus. Da sind wir jetzt schon irgendwie bei 2...
2 Billion Percent. Bei 2 Billion Percent, das ist nicht eben wenig. Da kann man mit arbeiten. Jetzt gucke ich mal. Ich würde, glaube ich, tatsächlich ganz gerne ein bisschen was warpen. Ich hätte schon ganz gerne noch 10 Kisten. Finde ich okay. Gott, was für ein Lagfest. So, spammen wir doch mal hiervon ein bisschen was. Wird schon passen. So, jetzt kann ich wahrscheinlich die Hände von der Maus nehmen und das Ding klickt noch eine Stunde weiter, weil es so sehr laggt. Gucken wir mal. Ich weiß auch noch gar nicht, was das Event Achievement ist. Da muss ich gleich nochmal nachgucken. Bestimmt wieder mit irgendeiner Formation Ability von Tyranan zu tun. Also würde mich wundern, wenn nicht. Boah, leck. Alter Finne. So, wir schmeißen Goldorama gerade nochmal an. Ich gucke mal ganz kurz. Das wird das sein, oder? Have Tyranan's Lost Soul Ability active for a total of 30 minutes. Ist doch die Geschichte hier, ne? Okay, also sprich, hab Goldorama 30 Minuten lang laufen. Insgesamt. Das ist nicht auf einen Run beschränkt, oder? For a total of 30 minutes. Ja, wir gucken gleich mal, ob, wenn das hier abgeschlossen ist, ob das zählt oder ob man... Also, steht ja nur insgesamt. Also von daher wüsste ich jetzt nicht, wo da das Problem ist. Das ist, glaube ich, relativ easy zu machen. Gerade mit dem Cooldown-Reset beim Boss, also mit der Chance da drauf, ist das ganz okay. So, werden wir fertig. Ich will das nochmal starten. Jo, zählt. Gute Sache. Ach shit, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Na egal, ziehen wir es auf 444, passt schon. Oh Gott, Time Turners, ne? Nur wenige Stunden später. Ja, während das hier total laggt, kann ich vielleicht nebenbei ein kleine nette Geschichte von gestern Abend erzählen. War gestern Abend noch bei Freunden und habe beschlossen, ich fahre mit der Bahn dahin, nicht mit dem Auto. Einfach weil ich gedacht habe, ja, irgendwie, weiß nicht, ein, zwei Bier trinken finde ich ganz okay. Dachte mir also, ja, okay, können, also ich habe tatsächlich keine Straßenbahnhaltestelle hier super in der Nähe. Ich habe also 3 Bushaltestellen in der Nähe. Aber keine Bahnhaltestelle, die mich da irgendwie, also zumindest nicht so direkt vor der Tür oder super in der Nähe. Das heißt, ich kann entweder 2 Stationen mit dem Bus fahren, also ich gehe halt so, ja, dann da, wo ich abfahren muss, so knapp 5 Minuten zur Bushaltestelle und kann dann 2 Stationen mit dem Bus zur Straßenbahnhaltestelle fahren. Oder ich laufe alternativ gleich zur Straßenbahnhaltestelle, wo ich, ja, keine Ahnung, so 15 bis 20 Minuten, also wahrscheinlich eher, also je nachdem, wie zügig ich unterwegs bin, aber 20 Minuten ist eher realistisch. So, und dann bin ich gestern Abend also losgestiefelt und habe gedacht so, ach naja, gehst du halt ein bisschen zügiger. Ja, du peilst mal an, dass du so 20 Minuten, bevor die Bahn fährt, losgehst, aber so eine Viertelstunde vorher tut's wahrscheinlich auch und ja, bin dann also irgendwann gedacht, ah, nimmst du noch irgendwie Musik mit, festgestellt, nee, ich habe irgendwie Hörbuch auf dem Player und dann war so, ah, nee, auf Hörbuch habe ich keinen Bock. Ja, und bin dann irgendwann losgestiefelt und hatte so knapp die Hälfte der Strecke hinter mir und guckte so auf mein Handy und stellte fest, ich glaube, ich habe mich irgendwie ein bisschen in der Zeit vertan, ich habe jetzt noch 6 Minuten, bis die Bahn fährt. Das schaffe ich auf gar keinen Fall, wenn ich normal gehe. Dann so, okay, dann sprinte ich mal fröhlich ab. So, bin also mehr oder minder den Rest der Strecke gelaufen.
Was für mich im Moment nicht so super easy ist, weil ich halt seit, keine Ahnung, 4, 5 Monaten praktisch gar keinen Sport gemacht habe. Halt null Ausdauer habe und war halt sofort total am Keuchen. Musste dann noch eine kleine Pause machen, weil auf dem Gehweg ein Krankenwagen stand, der gerade am Rangieren war und wegfahren wollte. Und dachte ich, okay, dem laufe ich jetzt nicht ins Rangieren rein. Das ist halt beim Krankenwagen mal ziemlich assi, wenn der jetzt auf mich warten muss. Habe also noch gewartet, bis der weg war. War ganz okay, konnte ich ein bisschen Luft holen. Bin dann weiter gesprintet zur Bahnhaltestelle. Die Bahn hatte dann tatsächlich 1 Minute Verspätung. Also ich wäre auf jeden Fall gerade so pünktlich da gewesen. Die Bahn hatte dann aber auch 1 Minute Verspätung. Also es hat alles noch super gepasst. Ich habe die Bahn noch erwischt. War dann aber natürlich super außer Puste. Und weil meine Lungen halt auch einfach nichts gewohnt sind, oder zumindest zur Zeit nicht gewohnt sind, hing ich da halt so halt super am Keuchen. Habe ich dann also in die Bahn reingesetzt. War halt noch so ein bisschen am Keuchen. Natürlich ein bisschen am Schwitzen, und wenn man vom Kalten ins Warme reinkommt, läuft einem ja immer so ein klein bisschen die Nase. So, hing da also, putzte mir die Nase, war am Röcheln und am Schwitzen und sämtliche Leute um mich rum so, Corona, Corona, also haben sie natürlich nicht gesagt, aber so die Blicke waren so, yep, we're fucked. So, und ich so, alles gut, bin gesund, bin nur aus der Puste, alles gut. So, aber es war halt sehr unterhaltsam. Zurück hatte ich dann nicht so einen Stress, da bin ich zeitig zur Bahnhaltestelle gegangen. So, wir haben übrigens genug Clovers zusammen, dass wir Kisten kaufen können, fällt mir gerade so ein. Machen wir mal. Ich könnte nochmal fix... Hier, Schlecki, du kannst da mal drauf. Mal einen Taskmaster draufsetzen. So. Shop. Da wollte ich hin. Die Kisten. Tier 5 passt. Na dann. Mal gucken, ob wir es schaffen, 10 Kisten zu kaufen, ohne dass sich das Spiel aufhängt. St. Patriokas. Okay. Nee, ich glaube, das will ich auf gar keinen Fall haben. Laggy, ne? Kann man nichts gegen sagen. Aber sei es drum. Ja, und damit hat sich das Spiel aufgehängt. Cool. Also, es läuft im Hintergrund noch, aber ich kann keine Buttons mehr klicken. Cool. Na? Hallo? Das Spiel bitte wieder starten und angezeigt bekommen. Das wäre... Ah, ein Traum. Sehr schön. Das können wir vielleicht... Ah, okay. Ich wollte sagen, können wir... Wow, wir haben ein Four-Leaf Clover gefunden in der Zwischenzeit. Geil. So, weiter geht's. Haben wir immerhin die Hälfte geschafft, bevor es verreckt ist. Dieser nicht animierte Regenbogen, der dann aber animiert ist, sobald man die Kiste kauft. Ich glaube, da funktioniert irgendwas nicht so, wie es sollte. Aber ist auch nur so eine Theorie. So, wir haben unsere 10 Kisten zusammen. Finde ich gut. Nein, nicht Shop. Aufmachen. Hey, mach mal auf. So, uff den Spaß. Okay, wir haben immerhin ein weiteres bekommen. Aber auch tatsächlich nur eins. Wow, und 2 Catalysts. Okay, wir haben die Butterflies. Cool. Was können die denn so? Also nicht, dass das auch alles im Event-Tab steht, aber... So, die erhöhen Druidic Patterns. Was halt ganz cool ist, also das bringt dann quasi die Propagation Ability auf die gleiche Stärke wie bei Mycall, also auf 150% einfach.
Das ist schon ganz gut. Außerdem erhöhen sie den Schaden von allen Crusadern um 200% für jeden guten Crusader in der Formation. Ist das jetzt für jeden... für jeden guten Crusader, da spielen halt die Dreifach-Tags nicht mit rein, oder? Weil es ist ja pro Crusader, nicht pro Tag. Aber trotzdem nicht verkehrt. Also durch Propagation... mit Even... Okay, da haben wir jetzt... Wir propagieren, glaube ich, gerade keinen Good Tag, oder? Oder doch? Doch, tun wir auf jeden Fall. Gott, ist das weird. Das heißt, alle sind... Okay. Okay. Also es bringt halt auch tatsächlich nochmal einen ganz netten Schadensbonus. Kann man ja auch noch hochleveln. 200% auf der ersten Stufe ist auch schon gar nicht verkehrt. Das ist ganz okay. Ich hätte das Ding eigentlich ganz gerne noch Legendary, weil das bringt nämlich tatsächlich eine ganz interessante Sache mit. Das gucken wir uns dann mal hier an. Das erhöht nämlich die Duration von Goldorama um 10 Sekunden auf dem ersten Level. Das heißt, auf dem zweiten um 20, dritten 40, vierten 80, fünften 160, 320, 640, 1280. Gott, Kopfrechnen müsste man können. 1280, 2560, so auf Level 9. 2560 Sekunden, wenn ich mich gerade nicht vertue. 2560 durch. Brauchen wir gar nicht. Sind bei, was hatte ich gesagt, 1280 durch 60 sind 21 Minuten, also Level 8 reicht hin. Um quasi Goldorama permanent laufen zu haben. Solange halt ein Crusader in der Formation ist, der den Skill mitbringt. Aber selbst wenn wir halt keinen Instant-Cooldown bekommen, sondern die 15 Minuten Cooldown haben, können wir das weit genug hochpushen, dass Goldorama permanent läuft. Und damit ist es dann nämlich auch interessant fürs... Naja, Late Game ist der falsche Ausdruck, aber für den späten Teil eines Runs, wo man dann tatsächlich auf Schaden angewiesen ist, weil es dann nämlich wirklich permanent laufen kann. Das ist in der Tat eine ganz interessante Sache. Gerade mit Xiaolong im Moment als Main DPS habe ich Santa sowieso drin. Meistens zumindest. Könnte also tatsächlich eine ganz nette Sache werden. Ich müsste mich, glaube ich, wirklich mal im inoffiziellen Crusaders Discord einlesen und mal ein bisschen gucken, da gibt es bestimmt schon irgendwelche Formations und irgendwelche Tests zu Tiernan und neue angepasste Xiaolong Formations. Aber ich denke, der kann tatsächlich ganz gut sein. Ich bin versucht, nochmal 10 Kisten zu warpen. Na, mal gucken. Vielleicht nicht jetzt. Vielleicht offscreen. Oder im Stream irgendwann mal oder so. Keine Ahnung. Event läuft ja auch noch ein bisschen. Gucken wir mal. Vielleicht mache ich auch einfach ein Event-Freeplay. Auf keinen Fall. Nicht mit der Formation. Ja. Ich glaube, dann haben wir soweit alles erschlagen, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Achso, Stats anpassen. Das wäre natürlich nochmal eine gute Sache. Und meine... wie heißt es denn? Meine Talente zeigen. So. Ich bin auf jeden Fall bei Arithmagician 18. Damit sind wir bei E890 am Cap. Die Area ist angepasst. Ein Legendary Field. Und wir haben ein paar mehr Idols gemacht. Wir sind bei 8,26 oder so. Oh, 3,6 sogar. Okay. 8,36, ja. So, Talente sehen so aus. Achso. So. Prinzipiell, ich habe noch einen Respec und könnte jetzt alle anderen Sachen maxen und dann respecken, wenn ich genug Idols zusammen habe für Arithmagician Level 19. Aber da ich im Moment sowieso nur einen Run pro Tag schaffe, bringt mir mehr Sprint im Moment halt auch nichts.
Also es ist halt so, cool, dann spare ich halt 10 Minuten in einem Run. Davon schaffe ich halt auch nicht mehr. Das lohnt sich für mich im Moment nicht so richtig. Mehr Challenge Tokens brauche ich im Moment auch nicht wirklich. Und mehr DPS brauche ich gerade auch nicht. Von daher spare ich jetzt einfach stumpf auf Rhythm Magician 19. Das sind noch circa 2 Trillion, also 2 Billionen Idols. ja, also 2T fehlen mir halt ungefähr noch. Ziemlich genau, glaube ich sogar, oder? Wir sind jetzt bei 1,88, brauchen 3,76, ja, nicht ganz, aber so knapp. Also ich glaube, so bei 10,25 kann ich mir das ungefähr leisten. Das kommt circa hin. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, weil das sind ja ungefähr 20 Resets. Meine Idle-Missionen im Moment sind unter aller Sau. Also ich habe von den letzten 16? Ja, nee, 16? Doch, 16. 16 oder 17? Sind wir schon mal 17? Doch, ich glaube, von den letzten 17 Idle-Missionen, die ich hatte, waren 15 Hidden Stash, also das Schlechteste, was geht. Und die anderen beiden waren das Zweitschlechteste, was geht. Ich glaube, Geocaching ist es. Also, läuft richtig gut, was die Idle-Missionen angeht. Ist spitze. Ich muss mal gucken, heute Abend spawnt, glaube ich, eine nächste. Ich rechne fest mit Hidden Stash. Oder ist sie jetzt vielleicht schon... Nein, noch nicht. Naja, aber es ist im Moment so, okay, die Idle-Missionen helfen mir halt gar nicht. Also, sie bringen natürlich schon was, aber es ist halt so, cool, ich brauche halt, ja, prinzipiell 4 Hidden Stash, um halt ein Freeplay rauszukriegen. Es, ist halt nicht so der Hit. Und mit einem Run pro Tag, also gut, wenn ich frei habe, schaffe ich so 2 bis 3 Runs, das geht. Habe ich aber im Moment nicht so wahnsinnig viel, von daher, also heute geht wahrscheinlich eine Idee mehr. Aber ja, wenn ich noch 20 Resets machen muss, oder 19, also ich schätze mal 2 Wochen werde ich schon noch brauchen. Da gehe ich mal relativ fix von aus. Na, vielleicht nicht du, vielleicht gehst mal du mit. Und wen brauche ich denn überhaupt nicht? Dich, ciao. Ja, aber ich denke mal so bis, ja, so um den 20., so zwischen 20. und 25. März Earth Magician auf 19 haben und dann bis Ende des Monats die Talente gemaxt zu haben. Komplett. Hoffentlich noch bevor T7 Talente kommen. Die sind ja im Moment so für Late March angesetzt, also für irgendwann so im letzten Märzdrittel oder so in der letzten Märzwoche, keine Ahnung, irgendwie so. Mal gucken. Also auf jeden Fall nach dem Event hier. Ziemlich sicher. Gucken wir mal, ob ich bis dahin Talente ausgemaxt habe oder nicht. Vermutlich knapp nicht, aber schauen wir mal. Jo. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal fröhlich meinen Run weiter, chill noch ein bisschen und lade die Folge mal hoch. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Und ich werde heute im Laufe des Tages sehr sicher noch irgendwann streamen. Ich weiß noch nicht was, ich weiß noch nicht wann, aber könnt prinzipiell mal ein Auge offen halten, wenn ihr Lust habt, im Stream dabei zu sein. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken bis hierher, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.